Es liegt ein Schatz im Grunewald. Davon sind Wolfgang Lietz und sein Team überzeugt. Der Vorsitzende des ersten Schatzsuchervereins Deutschlands und die anderen Mitglieder glauben fest daran, dass die Millionenbeute der Sass-Brüder hier irgendwo in der Nähe des Havelufers vergraben liegt. Die beiden Gentleman-Ganoven haben in Berlin der 20er Jahre den spektakulärsten Bankeinbruch der Kriminalgeschichte begangen. Am 27. Januar 1929 räumten Franz und Erich Sass den Tresorraum der größten und bestgesicherten Bank Berlins einfach leer. Sie knackten die 180 Safe-Fächer der reichsten Berliner der 20er Jahre und nahmen all die Diamanten, Münzen, Goldbarren, von denen das Finanzamt auch damals schon nichts wissen sollte, mit. Hierher in den Grunewald. Und diesen Schatz wollen Wolfgang Lietz und sein Team jetzt heben. Landesarchiv Berlin. Hier lagern die Justizakten des Sass-Falles. Für Wolfgang Lietz und seinen Kollegen die erste Quelle für einen Hinweis auf die genaue Lage des Schatzverstecks. Archivarin Bianca Welzing-Bräutigam hat viel Zeit benötigt, um den Termin vorzubereiten, denn die Justizakten der Gebrüder Sass, eines der schillerndsten Gaunerpaare der Kriminalgeschichte, sind bemerkenswert umfangreich. Normalerweise umfasst so ein Gerichtsverfahren 1 bis 5 Bände mit dementsprechenden Begleitbänden, Asservatenbänden und dergleichen. Aber für die Gebrüder Sass, die natürlich dann auch umfangreich die Berliner Justiz und Kriminalpolizei beschäftigt haben, sind dann 20 Bände zusammengekommen. Und das verdeutlicht auch nochmal die spektakuläre Tat der Brüder. Wolfgang Lietz hofft, dass diese umfangreichen Papiere einen Hinweis auf das Beuteversteck enthalten. Vielleicht das Oktavheft mit den kindlichen Tatortzeichnungen, in dem sie die Tresore, die sie knacken wollten, gezeichnet haben. Bestimmt haben sie mit einem Teil der Beute ihre vielen Auslandsreisen finanziert. Paris, Monte Carlo, London. Immerhin 6 Einbrüche in Großbanken haben die Brüder zwischen 1927 und 1929 unternommen. 30.000 Reichsmark waren auf ihre Köpfe ausgesetzt. Eine ungeheure Summe in der damaligen Zeit. Vielleicht gibt es einen Hinweis in den Verhörprotokollen. Doch die Sass hielten dicht. Auch Wolfgang Lietz und sein Kollege finden keinen einzigen Hinweis. Nichts Neues also aus den Akten. Bleibt nur die Überlieferung des Gegenspielers der Brüder, des Kriminalkommissars Max Fabich, der die Sass-Brüder viele Jahre erfolglos jagte. Es waren sehr aufschlussreiche Akten, aber es war kein Versteckhinweis darunter. Und wir werden uns jetzt auf den Fabich stützen. Der hat ja beide Brüder aus dem Wald kommen gesehen, die verschwitzt waren. Und der nahm ja auch an, dass dort das Versteck liegt. Und dort werden wir jetzt unsere Suche ansetzen. Es ist eine einzigartige Geschichte. Die Geschichte der Meisterdiebe Franz und Erich Sass. Von 1927 bis 1932 hielten sie Berlin in Atem. Sie sind die Lieblinge der Presse und der Berliner. Denn Franz und Erich Sass haben ein neues Genre entwickelt. Den Tresoreinbruch. Niemand ist so geschickt wie sie. In der Polizeihistorischen Sammlung Berlins hat man den Brüdern Sass eine eigene Abteilung gewidmet. Denn während andere Tresorknacker unter Anwendung von Gewalt mit Dynamit oder durch Aufstemmen versuchen, die Safes zu öffnen, sind Franz und Erich Sass die Intellektuellen unter Berlins Ganoven. Sie sind die Erfinder des sogenannten warmen Einbruchs. Tresortüren aufzuschweißen, das hatte vor ihnen noch niemand versucht.
Die Sass-Brüder kannte man dann auch schon mit ihrer Handschrift. Denn die haben nicht jedes Mal das gleiche Schweißgerät benutzt. Sie haben auch mal ein neues Schweißgerät irgendwo gestohlen und das alte blieb stehen am Tatort. In der Dresdner Bank zum Beispiel ist das Schweißgerät stehen geblieben. Also man wusste dann schon, aha, es gibt also jetzt jemand, Bande oder wie auch immer, der heiße Arbeit macht. Ja. Laurenz Demps ist Berliner Stadthistoriker. Er ist spezialisiert auf das Berlin der 20er und 30er Jahre. Als die Sass ihre gewieften Einbrüche in Großbanken durchführen, zeichnet sich die große Wirtschaftsdepression bereits ab. Ein Massenheer von Arbeitslosen bevölkert die Straßen. Da begeistern die Brüder die Leute mit ihren Einbrüchen in die Geldburgen der Stadt. Eine Projektionsfläche für all jene, die vom großen Coup träumen, aber sich dann doch nicht trauen. Ich glaube, in ihrer Gegend waren sie schon sehr beliebt und die Presse hatte ja mit ihren Taten gescheitert oder nicht gescheitert, aber insbesondere dann am Wittenbergplatz natürlich das Thema. Ja, man konnte hier in allen Farben schildern, wenn man die Zeitungsberichte heute liest, es stimmt alles gar nicht. Also man hat sich da auch vieles zusammengesponnen, aber sie waren eben die Helden von Berlin. Kreativ und frech führen die Sass-Brüder den Berliner Polizeiapparat an der Nase herum. Und am Gendarmenmarkt im Luther und Wegner geben sie dreist Pressekonferenzen. Sie haben alle Sympathien auf ihrer Seite, denn sie gelten als ehrenwerte Gauner. Gewalt gegen Menschen ist ja heute auch noch, und das kann nie ehrenwert sein. Gewalt gegen Sachen, also dass man anderen was wegnimmt, die zu viel haben, in der eigenen Vorstellung oder in der Vorstellung der Öffentlichkeit, gilt ja als in gewisser Weise als ehrenwert. Man verteilt um. Man nimmt Leuten, die zu viel haben, und gibt, wenn auch begrenzt, Leuten, die zu wenig haben. Grunewald, Wirtshaus am Schildhorn. Die Schatzsucher gehen jetzt davon aus, dass Kommissar Fabichs Geschichte stimmt und die Meisterdiebe den Schatz wirklich hier in der Nähe des Ausflugslokals vergraben haben. Im Landesarchiv haben sie Karten vom Grunewald der 20er Jahre besorgt. Wo hätte man selbst den Schatz vergraben, wenn man Franz und Erich wäre? So erreichbar wie möglich, aber doch so versteckt wie nötig. Wir müssen auf alle Fälle jetzt finden einen markanten Punkt, den man sich aussucht für einen Schatzhort. Dann darf er aber auch nicht zu einfach sein, dass jeder eben den finden könnte. Und danach müssen wir jetzt schauen. Wolfgang Lietz hat bereits eine Idee. Das fast in Vergessenheit geratene Schildhorn-Denkmal gegenüber dem Wirtshaus, das früher ein beliebtes Ausflugsziel war. Als echter Hobbyarchäologe hat er eine Postkarte aus den 20er Jahren besorgt. So sah es hier also aus. Von den Anwesenden kennt bisher keiner das Denkmal. Ganz wichtig: die Landmarke sorgfältig anschauen und analysieren. Wir wollen zum Denkmal hin, wollen uns dort die Gegend ansehen. Wir haben eine alte Postkarte und die wollen wir vergleichen, inwieweit sich dort das Gelände verändert hat. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Eine weitere Spurensuche kann beginnen. Aber zuvor gilt es noch eine andere wichtige Frage zu klären. Darf man im Grunewald überhaupt nach Schätzen graben? Landesdenkmalamt Berlin. Die Berliner Schatzsucher möchten sicher gehen, ob man im Grunewald nach einem Schatz von 1929 suchen darf. Sie erklären der Leiterin Karin Wagner ihr Vorhaben, die Schatzsuche am Schildhorn-Denkmal zu beginnen. Doch so, wie die Schatzsucher sich das alles gedacht haben, geht es leider nicht. Für die Archäologin ist ein Schatz, auch wenn er von 1929 stammt, ein sogenanntes bewegliches Bodendenkmal. Dann womöglich das zu finden. Es besteht die Gefahr, dass nicht nur die Funde geborgen werden, sondern auch der Zusammenhang der Gegenstände, wie er im Boden konserviert ist, verloren geht. Das sind wichtige Informationen, um die Bedeutung dieser Funde zu erkennen und sie auch zu erschließen. Und daher ist es im Grunde nicht im Sinne der Denkmäler, diese von Laien leider eben unsachgemäß zerstören zu lassen. Damit das nicht geschieht, wird der Archäologe Gunnar Naht die Exkursion begleiten und die Feingrabung selbst vornehmen. Die Hobbyarchäologen sind einverstanden. Jetzt ist es amtlich.
Die Suche nach dem Schatz kann beginnen. Berlin, Birkenstraße 57, Ecke Lübecker Straße. Die Geschichte der Gebrüder Sass beginnt in einer 40 Quadratmeter Wohnung. Im Hinterhaus. Horst Kupferschmidt, heute 84, wohnte mit seinen Großeltern direkt unter der Wohnung der Familie Sass. Zu fünft in Stube und Küche im Arbeiterviertel Moabit. Da oben haben wir gewohnt, im fünften Stockwerk, kann man sagen. Und in dieser Zeit war ich kleiner Junge, 4 Jahre alt. Die Wohnverhältnisse waren natürlich sehr beengt, so etwa wie auf diesem Bild. Auch die Sass haben Stube und Küche, die sie zu siebt bewohnen. Die Mutter schuftet als Wäscherin im Krankenhaus Moabit, der Vater sitzt zu Hause und trinkt. Franz, der 2 Jahre ältere, ist eloquent und gewieft. Erich ist scheu, beobachtet lieber, ist aber technisch sehr begabt. Kommissar Max Fabig ist regelmäßiger Gast bei Familie Sass. Eine Hausdurchsuchung folgt der nächsten. Doch beweisen kann Fabig den Brüdern trotz schweren Verdachts nichts. Sie sind zu schlau, Diebesgut oder Einbruchswerkzeuge in der winzigen Wohnung zu verstecken. In den überbevölkerten Arbeitervierteln geht es rau und rüde zu. Die Miete, sagt man, wird mit dem Revolver kassiert. Wenn man hier raus will, muss man sich selber helfen. Wie die Brüder Sass. So ist auch die Frau Sass sehr oft zu meiner Großmutter heruntergekommen. Die beiden Frauen haben sich immer sehr nett unterhalten. Aber natürlich, die Frau Sass hat auch immer gesagt, was soll bloß aus unseren Jungs werden, nicht? Die sind doch nun mal so, dass sie da stehlen gehen und so weiter. Und sie wollte, ist ja klar, mütterlicherseits ist es überall so nicht, dass ihre Jungs eben auf die rechte Bahn kommen sollten. Was ja nun leider Gottes nicht mehr der Fall war. Der Kriminalkommissar Max Fabig hat es schwer mit den Meisterdieben Franz und Erich Sass. Ruth Fabig ist die Schwiegertochter von Max Fabig, war über 30 Jahre mit dessen Sohn verheiratet. 90 Jahre ist sie heute alt. Sie kann ein Lied von dem Ärger des Kommissars mit den Sass-Brüdern singen. Kommissar Fabig ist es, der sich von Anfang an den Brüdern an die Fersen heftet. Allerdings ohne wirklichen Erfolg. Die Berliner Polizei befindet sich in einem ständigen Hase-Igel-Rennen mit den Brüdern Sass, die munter in alle Geldburgen der Stadt einsteigen. Doch Fabig hegt für diese Maßarbeit fast so etwas wie Anerkennung. Das waren keine Verbrecher, das waren keine Gangster, das waren ganz stinkvornehme Ganoven. Deswegen reizt ihnen das ja so, weil die immer irgendwie wieder rausrutschten. Und ich weiß nur, dass er sich immer über die Rechtsanwälte geärgert hat. Er wusste genau, wenn ich da hinkomme und das ist dann, die gingen wieder raus. Wenn man die sah, waren die also so schnieke angezogen, blendend versorgt und eben immer mit dem Gefühl, uns kann keiner. Hier im Treppenhaus hatte Max Fabig abends fast immer Beamte postiert, um die Brüder Sass endlich auf frischer Tat zu ertappen. Ja, hier in dieser Ecke, erzählte meine Mutter, standen immer die Kriminalbeamten. Um 22 Uhr wurden hier die Leuchten ausgemacht. Und es war auch keine andere Beleuchtung hier im Treppenhaus. Und meine Mutter ging dann die Treppe hoch und zündete sich immer ein Streichholz an, um ein bisschen sehen zu können. Aber oft war es so, dass sie dann in die Ecke ganz kurz blickte und erkannte einen Mann, wenn sie das Streichholz gerade angemacht hatte. Und der sagte dann, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Doch die Sass waren vorsichtig und hatten die Bewohner auf ihrer Seite. Verpfeifen wollte sie keiner, denn die Sass-Brüder waren beliebt. Nach jedem Coup steckten sie den armen Moabitern Geldscheine in die Briefkästen. Ach, hier ist ja noch so ein alter Briefkasten von früher. 10 und 20 Markscheine wurden da reingesteckt. Und wenn ich mich wiederhole, meine Großmutter war mal sehr verärgert, weil gerade auf dem Gang, wo die Sass-Brüder wohnten, niemals Geld in die Briefkästen gesteckt wurde.
Um ihre Einbrüche zu tarnen, betreiben die Brüder Sass eine kleine Autowerkstatt in der Bredow-Straße in Moabit. Hier waschen sie die Sore und kaufen damit ihre schicken Autos, schnicken Klamotten und finanzieren ihre Auslandsreisen. Ihren Nachbarn schicken sie Ansichtskarten nach Moabit. Halbinsel Schildhorn im Grunewald. Zusammen mit dem Experten Gunnar Naht ist das Schatzsucherteam auf dem Weg zum Schildhorn-Denkmal. Als das Denkmal 1845 errichtet wurde, wuchs hier noch kein Baum. Doch 1929 gab es schon genügend Wald, um einen Schatz unbemerkt zu vergraben. Die Suche kann beginnen. Die Schatzsucher setzen eine sogenannte Schleife ein, einen Metalldetektor, der nicht nur eine größere Fläche abdeckt, sondern auch in tiefere Erdschichten vordringt als die üblichen kleineren Suchgeräte. Systematisch suchen die Schatzsucher das nähere Umfeld des Denkmals ab. Der Wittenbergplatz in der Berliner Innenstadt. Gegenüber der U-Bahn in der Kleiststraße 23 gelang den Brüdern Sass im Januar 1929 dann der große Coup. Der große Coup war der Einbruch in die Deskontobank, die ja geworben hatte damit, dass sie besonders sichere Stahlkammern hatte. Und sie sind eingestiegen in die Silberkammer und dann in den Tresorraum und haben dort insgesamt 179 Safe-Fächer aufgebrochen. Die sind hier durch den Hof entlang der Mauer. Dort fanden sie einen Kabelschacht, den sie erweitert haben. Durch den Kabelschacht dann hier auf die Straße, dann entlang der Häuserwand in einem Tunnel, den sie gegraben haben, zum Luftschacht. Und dieser Luftschacht führte direkt in die Silberkammer. Durch den Luftschacht steigen sie ein und nehmen alles mit. Geld, Gold und Schmuck, Millionenwerte. Kommissar Fabig ist der Erste am Tatort. Beim Rundgang durch die Tresorkammern entdeckt er unschwer die Handschrift der Sass. Und kriecht in den Schacht. Sagt, wir sollen das ganz aufmachen. Und dann ist er da reingekrochen. Und wie gesagt, so mit Sprung auf Marschmaß da oben rein. Und dann war er weg und hat es verfolgt. Und dann hat man festgestellt, dass sie eben irrsinnige Arbeit geleistet haben. Ganz still, kein Mensch hat was davon gemerkt. Aber er hat es letzten Endes entdeckt. Ich glaube, da ist er anschließend bei der Mutter gewesen und hat die Wände abgeklopft. Und die Mutter wusste auch von nichts. Meine Söhne nicht. Die Wände in der Wohnung werden aufgestemmt. Doch die Löcher hinter der Tapete sind leer. Zurück am Schildhorn-Denkmal. Jetzt läuft die Schatzsuche auf Hochtouren. In der unmittelbaren Nähe des Denkmals haben die Schatzsucher nichts gefunden. Doch jetzt, ungefähr 30 Meter vom Denkmal entfernt, der erste Alarm. Ist das vielleicht schon der Sass-Schatz? Oder wenigstens ein Teil davon? An seinem Messgerät kann Wolfgang Lietz erkennen, um welche Art von Metall es sich handelt. So kann er vermeiden, dass nach jedem Zeigerausschlag gegraben werden muss. Der Anschlag ist sehr gut. Ja, 100%ig, da das Buntmetall ist, also kein Eisen. Und da müssen wir jetzt erstmal graben. Der Experte vom Landesdenkmalamt wird herbeigerufen, um den möglichen Fund mit seinem Detektor abzugleichen. Der höchste Ausschlag. Also da liegt was. Tatsächlich, die Grabung kann beginnen. Also könntest du erstmal versuchen, mit dem Spaten ganz vorsichtig den Oberboden abzugraben. Ja, hier so. Ja. Zuerst wird nach Anweisung des Archäologen die erste Schicht Waldboden entfernt. Alle sind jetzt vom Schatzfieber erfasst. Nur Wolfgang Lietz bleibt gelassen, äußerlich zumindest. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Dann muss ein weiteres Mal mit dem Metalldetektor lokalisiert werden. So, nur mal den Punkt genau orten. Genau da liegt's. Treffer. So. Also das Objekt muss jetzt sachgerecht freigelegt werden. Mhm. Es kann sich ja zum Beispiel auch um einen älteren Fundgegenstand handeln. Und deshalb werde ich das jetzt entsprechend freilegen.
Der Archäologe weiß, dass der geschichtsträchtige Boden in Berlin und Brandenburg auch noch andere Schätze bereithalten kann als den der Gebrüder Sass. Deshalb ist Vorsicht geboten. Ach, so. Also das sieht ja nach einem interessanten Fundgegenstand aus. Was mag das sein? Jedenfalls kein Teil des Sass-Schatzes, wie jedermann sehen kann. Auch kein Schmuckstück aus der Bronzezeit, sondern das Mundstück einer Trompete. Wahrscheinlich liegen gelassen oder verloren, in einer Zeit, als diese Gegend noch ein beliebtes Ausflugsziel der Berliner war. Ja, ja, hier guck auch mal. Also von der Party nachher, Messing oder so. Weit weg daher. Ja, Gegenstand könnte aus der Zeit um 1900 sein. 5 Stunden später. Wir haben jetzt das Gelände durchsucht. Und die Ausbeute ist gering und die Enttäuschung groß. Viele Male haben die Sonden angeschlagen, doch die Funde sind allesamt bedeutungslos. Aufgeben? Die Schatzsucher sind kurz davor, doch Wolfgang Lietz lässt nicht locker. Und er hat eine Idee. Wir wollen noch zum Friedhof gehen hier, Grunewaldfriedhof, der auch Selbstmörderfriedhof genannt wird. Und wollen da unser Glück versuchen, denn die Brüder, die haben auch im alten Luisenfriedhof, haben die auch da Gruben gebaut und haben da ihr Werkzeug versteckt. Und wir wollen hier auch noch mal probieren, ob wir da was finden. Der Luisenfriedhof in Berlin-Charlottenburg. Tatsächlich haben die Gebrüder Sass sich hier ein geheimes Depot für ihre Einbruchswerkzeuge angelegt. Ausgerechnet auf einem Friedhof und dazu mitten in einer Wohngegend. Warum? Die Gebrüder Sass hatten ein logistisches Problem. Die kleine Wohnung, aber die schwere Technik, Schweißapparat, die Flaschen, die man dazu benötigte, konnten natürlich in der Wohnung nicht untergebracht werden, beziehungsweise würde ja auch sofort auffallen. Und ein Friedhof ist ein ruhiger Ort, in dem man Verstecke anlegen kann, vor allen Dingen nachts, denn wer geht nachts schon gerne auf einen Friedhof? In Berlin verbreitet sich das Gerücht, auf dem Friedhof sollen Geister umgehen. Das kommt auch Kommissar Fabig zu Ohren. Er lässt den Friedhof durchsuchen, findet das Versteck mit dem Einbruchswerkzeug. Fabig legt sich auf die Lauer. Endlich will er die Brüder auf frischer Tat ertappen. In einer Gruft dieser Art hatte sich die Polizei versteckt, um auf die Gebrüder Sass zu warten. Die kamen auch, um ihr Werkzeug zu holen. Durch ein Geräusch wurden sie in letzter Sekunde gewarnt und konnten der Polizei entkommen. Wie ein Lauffeuer geht es durch die Straßen Berlins. Die Sass sind frei. Alle Verhöre im Polizeipräsidium am Alexanderplatz haben nichts gebracht. Wieder kann man den Brüdern nichts nachweisen. Doch Kommissar Fabig ist überzeugt. Der Schatz ist noch in Berlin versteckt. Vermutlich im Grunewald, irgendwo am Schildhorn. In dieser Gaststätte hat Fabig zufällig gesessen, als die Sass verdreckt und verschwitzt aus dem Wald kamen. Ich habe ihn immer wieder gefragt, nicht nur ich, sondern überhaupt wir. Opa, wo war das denn? Wo, du musst doch wissen, wo die denn... Weiß ich nicht, aber im Grunewald liegt das. Und ich habe immer wieder versucht, ich sage, Opa, mir kannst du es doch erzählen, ich gehe da nicht hin. Ich buddle da nicht rum. Nein, sagt er, kann ich dir nicht erzählen. Ich weiß nur, dass es im Grunewald ist. Der Friedhof Grunewald-Forst in der Nähe des Schildhorn, im Volksmund Selbstmörderfriedhof genannt. Wolfgang Lietz und sein Kollege auf Spurensuche in einer verwunschenen Welt. Der Friedhof wurde im 19. Jahrhundert von einem barmherzigen Förster angelegt, der diejenigen hier bestattete, die sich in der nahen Havel das Leben genommen hatten. Ob die Gebrüder Sass ihre Beute direkt hier auf dem Friedhof vergraben haben? Wolfgang Lietz glaubt das nicht. Ausgerechnet an einem Ort, wo ohnehin immer wieder gegraben wird. Wir wollen die Suche hier auf dem Friedhof beenden. Es hat wohl keinen Zweck. Wir nehmen auch an, dass die Brüder hier nichts vergraben haben, weil sie zu viel Zuschauer hatten. Ob jetzt Besucher auf dem Friedhof oder eben der Totengräber. Und wir glauben eher, dass sie in der Nähe des Friedhofs was vergraben haben. Das heißt drüben an der Mauer im Wald. Das wäre jetzt unsere Idee. Der Platz nahe der Friedhofsmauer würde sich anbieten. Eine gute Landmarke und trotzdem versteckt und sicher.
bekannt. Also ich würde mal ohne nicht unbedingt hier. In 2 Tagen wollen die Hobbyarchäologen hier einen neuen Versuch starten. Birkenstraße, Moabit. Auch nach dem Bruch im Januar 1929 in die Diskontobank leben die Sass-Brüder weiter bei ihren Eltern. Unauffällig. Bis 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Den Sass-Brüdern wird es in Deutschland zu heiß. Sie gehen nach Dänemark. Doch hier verlässt die Brüder das Glück. Günter Morsch, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, hat sich mit den letzten Jahren der Brüder Sass auseinandergesetzt. 1934 wird ihnen in Kopenhagen zum ersten Mal ein Bruch nachgewiesen. Sie werden festgenommen und verurteilt. Nach 4 Jahren Haft sollen sie an Deutschland ausgeliefert werden. Sie haben Briefe geschrieben an die dänischen Stellen, in denen sie versucht haben, mit allen Tricks sozusagen eine Abschiebung nach Deutschland zu verhindern. Auch ihr Anwalt war durchaus geneigt, eine Abschiebung in andere Länder zu befürworten. Und sie selber sagten, sie würden auch an die Sowjetunion ausgeliefert werden wollen. Das heißt, die Angst vor Deutschland war riesig und die war ja auch berechtigt. Haftanstalt Plötzensee. Im März 1938 werden die Sass-Brüder an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Ja, sie mussten 2 Jahre in Untersuchungshaft sitzen und hier wurden alle Brutalitäten, die man aus den Haftbedingungen der Nazi-Zeit kennt, bei ihnen angewandt, also gefesselt, Tag und Nacht Licht an. Man wollte Geständnisse erpressen, um die Beute, den Ort der Beute in Erfahrung zu bringen, was nicht gelang. Sie hielten dicht. Konzentrationslager Sachsenhausen vor den Toren Berlins. Eingerichtet 1936, um Gegner des NS-Regimes zu inhaftieren. Mehrere 10.000 Menschen werden hier umgebracht. Ab 1939 wird das Lager auch Inhaftierungsstätte für sogenannte Berufsverbrecher. Hierher kommen auch Franz und Erich Sass. In der Hinrichtungsstätte finden sie am 27. März 1940 den Tod. 18.40 Uhr wurden die beiden Brüder Sass von der Gefängnisverwaltung der Gestapo übergeben. Man fährt dann etwa eine Dreiviertelstunde bis Stunde mit dem Auto, bis man hier ist. Und dann wurden die beiden Brüder den Weg heruntergeführt, hier in diese Sandgrube. Und hier erst wurde ihnen eröffnet, dass sie hier sind, um erschossen zu werden. Und in deren Todesurkunde steht ausdrücklich auf Befehl des Führers erschossen. Mittlerweile ist es September geworden. Die Schatzsuche an der Friedhofsmauer ist in vollem Gange. Diesmal haben die Hobbyarchäologen das gesamte Suchgebiet in einzelne Abschnitte eingeteilt und weitere Verstärkung vom Landesdenkmalamt bekommen. Wieder wird die große Schleife eingesetzt, um das weiträumige Gelände vorzusondieren und mögliche Fundorte zu markieren. Doch trotz vieler Tage großflächiger Suche, trotz häufiger Ausschläge an den Messgeräten, vom Sass-Schatz keine Spur. Ist ziemlich groß, der Grunewald, und wir haben etliche Meter schon hier absondiert und nichts gefunden. Aber die Idee mit dem Friedhof, denke ich schon, das ist gut. Die waren nicht dumm, die Jungs. Ja? Die haben sich schon ein gutes Versteck ausgesucht. Der Abend senkt sich über den Grunewald. Für heute haben die Schatzsucher zusammengepackt. Doch sie werden weitersuchen. Vielleicht kommen sie ihnen ja doch noch auf die Schliche. Den Gentleman-Ganoven Franz und Erich Sass. Kriecht in den Schacht. Sagt sie, wir sollen das ganz aufmachen. Und dann ist er da reingekrochen. Und wie gesagt, so mit Sprung auf Marsch da oben rein. Und dann war er weg und hat es verfolgt. Und dann hat man festgestellt, dass sie eben irrsinnige Arbeit geleistet haben. Ganz still,
Kein Mensch hat was davon gemerkt. Aber er hat es letzten Endes entdeckt. Ich glaube, da ist er anschließend bei der Mutter gewesen und hat die Wände abgeklopft. Und die Mutter wusste auch von nichts. Meine Söhne nicht. Die Wände in der Wohnung werden aufgestemmt. Doch die Löcher hinter der Tapete sind leer. Zurück am Schilthorn-Denkmal. Jetzt läuft die Schatzsuche auf Hochtouren. In der unmittelbaren Nähe des Denkmals haben die Schatzsucher nichts gefunden. Doch jetzt, ungefähr 30 Meter vom Denkmal entfernt, der erste Alarm. Ist das vielleicht schon der Sass-Schatz? Oder wenigstens ein Teil davon? An seinem Messgerät kann Wolfgang Lietz erkennen, um welche Art von Metall es sich handelt. So kann er vermeiden, dass nach jedem Zeigerausschlag gegraben werden muss. Der Anschlag ist sehr gut. Ja, 100%ig, da das Buntmetall ist, also kein Eisen. Und da müssen wir jetzt erstmal graben. Der Experte vom Landesdenkmalamt wird herbeigerufen, um den möglichen Fund mit seinem Detektor abzugleichen. Der höchste Ausschlag. Oh. Also da. Da liegt was. Tatsächlich. Die Grabung kann beginnen. Also könntest du erst mal versuchen, mit dem Spaten ganz vorsichtig den Oberboden abzugraben. Ja, hier so. Ja. Zuerst wird nach Anweisung des Archäologen die erste Schicht Waldboden entfernt. Alle sind jetzt vom Schatzfieber erfasst. Nur Wolfgang Lietz bleibt gelassen. Äußerlich zumindest. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Dann muss ein weiteres Mal mit dem Metalldetektor lokalisiert werden. So, nochmal den Punkt genau orten. Genau da liegt's. Treffer. So. Also das Objekt muss jetzt sachgerecht freigelegt werden. Mhm. Es kann sich ja zum Beispiel auch um einen älteren Fundgegenstand handeln. Und deshalb werde ich das jetzt entsprechend freilegen. Der Archäologe weiß, dass der geschichtsträchtige Boden in Berlin und Brandenburg auch noch andere Schätze bereithalten kann als den der Gebrüder Sass. Deshalb ist Vorsicht geboten. Ach, so. Also das steckt und sicher. Also ich würde mal ohne Schuh bedingt hier. In 2 Tagen wollen die Hobbyarchäologen hier einen neuen Versuch starten. Birkenstraße, Moabit. Auch nach dem Bruch im Januar 1929 in die Diskontobank leben die Sass-Brüder weiter bei ihren Eltern. Unauffällig. Bis 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kommen. Den Sass-Brüdern wird es in Deutschland zu heiß. Sie gehen nach Dänemark. Doch hier verlässt die Brüder das Glück. Günter Morsch, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, hat sich mit den letzten Jahren der Brüder Sass auseinandergesetzt. 1934 wird ihnen in Kopenhagen zum ersten Mal ein Bruch nachgewiesen. Sie werden festgenommen und verurteilt. Nach 4 Jahren Haft sollen sie an Deutschland ausgeliefert werden. Sie haben Briefe geschrieben an die dänischen Stellen, in denen sie versucht haben, mit allen Tricks sozusagen eine Abschiebung nach Deutschland zu verhindern. Auch ihr Anwalt war durchaus geneigt, eine Abschiebung in andere Länder zu befürworten. Und sie selber sagten, sie würden auch an die Sowjetunion ausgeliefert werden wollen. Das heißt, die Angst vor Deutschland war riesig und die war ja auch berechtigt. Haftanstalt Plötzensee. Im März 1938 werden die Sass-Brüder an Nazi-Deutschland ausgeliefert. Ja, sie mussten 2 Jahre in Untersuchungshaft sitzen und hier wurden alle Brutalitäten, die man aus den Haftbedingungen der Nazi-Zeit kennt, bei ihnen angewandt, also gefesselt, Tag und Nacht Licht an. Man wollte Geständnisse erpressen, um die Beute, den Ort der Beute in Erfahrung zu bringen, was nicht gelang. Sie hielten dicht. Konzentrationslager Sachsenhausen vor den Toren Berlins. Eingerichtet 1936, um Gegner des NS-Regimes zu inhaftieren. Mehrere 10.000 Menschen werden hier umgebracht.
Ab 1939 wird das Lager auch Inhaftierungsstätte für sogenannte Berufsverbrecher. Hierher kommen auch Franz und Erich Sass. In der Hinrichtungsstätte finden sie am 27. März 1940 den Tod. 18.40 Uhr wurden die beiden Brüder Sass von der Gefängnisverwaltung der Gestapo übergeben. Man fährt dann etwa eine Dreiviertelstunde bis Stunde mit dem Auto, bis man hier ist. Und dann wurden die beiden Brüder den Weg heruntergeführt, hier in diese Sandgrube. Und hier erst wurde ihnen eröffnet, dass sie hier sind, um erschossen zu werden. Und in deren Todesurkunde steht ausdrücklich auf Befehl des Führers erschossen. Aber natürlich, die Frau Sass hat auch immer gesagt, was soll bloß aus unseren Jungs werden, nicht? Die sind doch nun mal so, dass sie da stehlen gehen und so weiter. Und sie wollte, ist ja klar, mütterlicherseits ist es überall so, nicht, dass ihre Jungs eben auf die rechte Bahn kommen sollten. Was ja nun leider Gottes nicht mehr der Fall war. Der Kriminalkommissar Max Fabig hat es schwer mit den Meisterdieben Franz und Erich Sass. Ruth Fabig ist die Schwiegertochter von Max Fabig, war über 30 Jahre mit dessen Sohn verheiratet. 90 Jahre ist sie heute alt. Sie kann ein Lied von dem Ärger des Kommissars mit den Sass-Brüdern singen. Kommissar Fabig ist es, der sich von Anfang an den Brüdern an die Fersen heftet. Allerdings ohne wirklichen Erfolg. Die Berliner Polizei befindet sich in einem ständigen Hase-Igel-Rennen mit den Brüdern Sass, die munter in alle Geldburgen der Stadt einsteigen. Doch Fabig hegt für diese Maßarbeit fast so etwas wie Anerkennung. Das waren keine Verbrecher, das waren keine Gangster, das waren ganz stinkvornehme Ganoven. Deswegen reizt ihn das ja so, weil die immer irgendwie wieder rausrutschten. Und ich weiß nur, dass er sich immer über die Rechtsanwälte geärgert hat. Er wusste genau, wenn ich da hinkomme und das ist dann, die gingen wieder raus. Wenn man die sah, waren die also so schnieke angezogen, blendend versorgt und eben immer mit dem Gefühl, uns kann keiner. Hier im Treppenhaus hatte Max Fabig abends fast immer Beamte postiert, um die Brüder Sass endlich auf frischer Tat zu ertappen. Ja, hier in dieser Ecke, erzählte meine Mutter, standen immer die Kriminalbeamten. Um 22 Uhr wurden hier die Leuchten ausgemacht. Und es war auch keine andere Beleuchtung hier im Treppenhaus. Und meine Mutter ging dann die Treppe hoch und zündete sich immer ein Streichholz an, um ein bisschen sehen zu können. Aber oft war es so, dass sie dann in die Ecke ganz kurz blickte und erkannte einen Mann, wenn sie das Streichholz gerade angemacht hatte. Und der sagte dann, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Doch die Sass waren vorsichtig und hatten die Bewohner auf ihrer Seite. Verpfeifen wollte sie keiner, denn die Sass-Brüder waren beliebt. Nach jedem Coup steckten sie den armen Moabitern Geldscheine in die Briefkästen. Ach, hier ist ja noch so ein alter Briefkasten von früher. 10 und 20 Markscheine wurden da reingesteckt. Und wenn ich mich wiederhole, meine Großmutter war mal sehr verärgert, weil gerade auf dem Gang, wo die Sass-Brüder wohnten, niemals Geld in die Briefkästen gesteckt wurde. Die schwere Technik, Schweißapparat, die Flaschen, die man dazu benötigte, konnten natürlich in der Wohnung nicht untergebracht werden, beziehungsweise würde ja auch sofort auffallen. Und ein Friedhof ist ein ruhiger Ort, in dem man Verstecke anlegen kann, vor allen Dingen nachts, denn wer geht nachts schon gerne auf einen Friedhof? In Berlin verbreitet sich das Gerücht, auf dem Friedhof sollen Geister umgehen. Das kommt auch Kommissar Fabig zu Ohren. Er lässt den Friedhof durchsuchen, findet das Versteck mit dem Einbruchswerkzeug. Fabig legt sich auf die Lauer. Endlich will er die Brüder auf frischer Tat ertappen. In einer Gruft dieser Art hatte sich die Polizei versteckt, um auf die Gebrüder Sass zu warten. Die kamen auch, um ihr Werkzeug zu holen. Durch ein Geräusch wurden sie in letzter Sekunde gewarnt und konnten der Polizei entkommen. Wie ein Lauffeuer geht es durch die Straßen Berlins. Die Sass sind frei. Alle Verhöre im Polizeipräsidium am Alexanderplatz haben nichts gebracht. Wieder kann man den Brüdern nichts nachweisen.
Doch Kommissar Fabich ist überzeugt. Der Schatz ist noch in Berlin versteckt. Vermutlich im Grunewald, irgendwo am Schildhorn. In dieser Gaststätte hat Fabich zufällig gesessen, als die Sass verdreckt und verschwitzt aus dem Wald kamen. Ich habe ihn immer wieder gefragt, nicht nur ich, sondern überhaupt wir. Opa, wo war das denn? Wo, du musst doch wissen, wo die denn... Weiß ich nicht, aber im Grunewald liegt das. Und ich habe immer wieder versucht, ich sage, Opa, mir kannst du es doch erzählen, ich gehe da nicht hin. Ich buddle da nicht rum. Nein, sagt er, kann ich dir nicht erzählen. Ich weiß nur, dass es im Grunewald ist. Der Friedhof Grunewald-Forst in der Nähe des Schildhorn, im Volksmund Selbstmörderfriedhof genannt. Wolfgang Lietz und sein Kollege auf Spurensuche in einer verwunschenen Welt. Der Friedhof wurde im 19. Jahrhundert von einem barmherzigen Förster angelegt, der diejenigen hier bestattete, die sich in der nahen Havel das Leben genommen hatten. Ob die Gebrüder Sass ihre Beute direkt hier auf dem Friedhof vergraben haben? Wolfgang Lietz glaubt das nicht. Ausgerechnet an einem Ort, wo ohnehin immer wieder gegraben wird. Wir wollen die Suche hier auf dem Friedhof beenden. Es hat wohl keinen Zweck. Wir nehmen auch an, dass die Brüder hier nichts vergraben haben, weil sie zu viel Zuschauer hatten. Ob jetzt Besucher auf dem Friedhof oder eben der Totengräber. Und wir glauben eher, dass sie in der Nähe des Friedhofs was vergraben haben. Das heißt drüben an der Mauer im Wald. Das wäre jetzt unsere Idee. Der Platz nahe der Friedhofsmauer würde sich anbieten. Eine gute Trompete. Wahrscheinlich liegen gelassen oder verloren, in einer Zeit, als diese Gegend noch ein beliebtes Ausflugsziel der Berliner war. Ja, ja, hier guck auch mal. Also von der Party nachher, Messing oder so. Weit weg daher. Ja, Gegenstand könnte aus der Zeit um 1900 sein. 5 Stunden später. Wir haben jetzt das Gelände durchsucht. Die Ausbeute ist gering und die Enttäuschung groß. Viele Male haben die Sonden angeschlagen. Doch die Funde sind allesamt bedeutungslos. Aufgeben? Die Schatzsucher sind kurz davor. Doch Wolfgang Lietz lässt nicht locker. Und er hat eine Idee. Wir wollen noch zum Friedhof gehen hier, Grunewald-Friedhof, der auch Selbstmörderfriedhof genannt wird. Und wollen da unser Glück versuchen, denn die Brüder, die haben auch im alten Luisenfriedhof, haben die auch da Gruben gebaut und haben da ihr Werkzeug versteckt. Und wir wollen hier auch noch mal probieren, ob wir da was finden. Der Luisenfriedhof in Berlin-Charlottenburg. Tatsächlich haben die Gebrüder Sass sich hier ein geheimes Depot für ihre Einbruchswerkzeuge angelegt. Ausgerechnet auf einem Friedhof und dazu mitten in einer Wohngegend. Warum? Die Gebrüder Sass hatten ein logistisches Problem. Die kleine Wohnung, aber die schwere Technik, Schweißapparat, die Flaschen, die man dazu benötigte, konnten natürlich in der Wohnung nicht untergebracht werden, beziehungsweise würde ja auch sofort auffallen. Und ein Friedhof ist ein ruhiger Ort, in dem man Verstecke anlegen kann, vor allen Dingen nachts, denn wer geht nachts schon gerne auf einen Friedhof? In Berlin verbreitet sich das Gerücht, auf dem Friedhof sollen Geister umgehen. Das kommt auch Kommissar Fabich zu Ohren. Er lässt den Friedhof durchsuchen, findet das Versteck mit dem Einbruchswerkzeug. Fabich legt sich auf die Lauer. Endlich will er die Brüder auf frischer Tat ertappen. In einer Gruft dieser Art hatte sich die Polizei versteckt, um auf die Gebrüder Sass zu warten. Die kamen auch, um ihr Werkzeug zu holen. Durch ein Geräusch wurden sie in letzter Sekunde gewarnt und konnten der Polizei entkommen. Wie ein Lauffeuer geht es durch die Straßen Berlins. Die Sass sind frei. Alle Verhöre im Polizeipräsidium am Alexanderplatz haben nichts gebracht. Wieder kann man den Brüdern nichts nachweisen. Doch Kommissar Fabich ist überzeugt. Der Schatz ist noch in Berlin versteckt. Vermutlich im Grunewald, irgendwo am Schildhorn. In dieser Gaststätte hat Fabich zufällig gesessen, als die Sass verdreckt und verschwitzt aus dem Wald kamen. Ich habe ihn immer wieder gefragt, nicht nur ich, sondern überhaupt. Dass sich hier ein geheimes Depot für ihre Einbruchswerkzeuge angelegt. Ausgerechnet auf einem Friedhof und dazu mitten in einer Wohngegend. Warum? Die Gebrüder Sass hatten ein logistisches Problem. Die kleine Wohnung,
Aber die schwere Technik, Schweißapparat, die Flaschen, die man dazu benötigte, konnten natürlich in der Wohnung nicht untergebracht werden, beziehungsweise würde ja auch sofort auffallen. Und ein Friedhof ist ein ruhiger Ort, in dem man Verstecke anlegen kann, vor allen Dingen nachts, denn wer geht nachts schon gerne auf einen Friedhof? In Berlin verbreitet sich das Gerücht, auf dem Friedhof sollen Geister umgehen. Das kommt auch Kommissar Fabich zu Ohren. Er lässt den Friedhof durchsuchen, findet das Versteck mit dem Einbruchswerkzeug. Fabich legt sich auf die Lauer. Endlich will er die Brüder auf frischer Tat ertappen. In einer Gruft dieser Art hatte sich die Polizei versteckt, um auf die Gebrüder Sass zu warten. Die kamen auch, um ihr Werkzeug zu holen. Durch ein Geräusch wurden sie in letzter Sekunde gewarnt und konnten der Polizei entkommen. Wie ein Lauffeuer geht es durch die Straßen Berlins. Die Sass sind frei. Alle Verhöre im Polizeipräsidium am Alexanderplatz haben nichts gebracht. Wieder kann man den Brüdern nichts nachweisen. Doch Kommissar Fabich ist überzeugt. Der Schatz ist noch in Berlin versteckt. Vermutlich im Grunewald, irgendwo am Schildhorn. In dieser Gaststätte hat Fabich zufällig gesessen, als die Sass verdreckt und verschwitzt aus dem Wald kamen. Ich habe ihn immer wieder gefragt, nicht nur ich, sondern überhaupt wir. Opa, wo war das denn? Wo, du musst doch wissen, wo die denn... Weiß ich nicht, aber im Grunewald liegt das. Und ich habe immer wieder versucht, ich sage, Opa, mir kannst du es doch erzählen, ich gehe da nicht hin. Ich buddle da nicht rum. Nein, sagt er, kann ich dir nicht erzählen. Ich weiß nur, dass es im Grunewald ist. Der Friedhof Grunewald-Forst in der Nähe des Schildhorn, im Volksmund Selbstmörderfriedhof genannt. Wolfgang Lietz und sein Kollege auf Spurensuche in einer verwunschenen Welt. Der Friedhof wurde im 19. Jahrhundert von einem barmherzigen Förster angelegt, der diejenigen hier bestattete, die sich in der nahen Havel das Leben genommen hatten. Ob die Gebrüder Sass ihre Beute direkt hier auf dem Friedhof vergraben haben? Wolfgang Lietz glaubt das nicht. Ausgerechnet an einem Ort, wo ohnehin immer wieder gegraben wird. Wir wollen die Suche hier auf dem Friedhof beenden. Es hat wohl keinen Zweck. Wir nehmen auch an, dass die Brüder hier nichts vergraben haben, weil sie zu viel Zuschauer hatten. Ob jetzt Besucher auf dem Friedhof oder... Mal gesagt, was soll bloß aus unseren Jungs werden, nicht? Die sind doch nun mal so, dass sie da stehlen gehen und so weiter. Und sie wollte, ist ja klar, mütterlicherseits ist es überall so, nicht, dass ihre Jungs eben auf die rechte Bahn kommen sollten. Was ja nun leider Gottes nicht mehr der Fall war. Der Kriminalkommissar Max Fabich hat es schwer mit den Meisterdieben Franz und Erich Sass. Ruth Fabich ist die Schwiegertochter von Max Fabich, war über 30 Jahre mit dessen Sohn verheiratet. 90 Jahre ist sie heute alt. Sie kann ein Lied von dem Ärger des Kommissars mit den Sass-Brüdern singen. Kommissar Fabich ist es, der sich von Anfang an den Brüdern an die Fersen heftet. Allerdings ohne wirklichen Erfolg. Die Berliner Polizei befindet sich in einem ständigen Hase-Igel-Rennen mit den Brüdern Sass, die munter in alle Geldburgen der Stadt einsteigen. Doch Fabich hegt für diese Maßarbeit fast so etwas wie Anerkennung. Das waren keine Verbrecher, das waren keine Gangster, das waren ganz stinkvornehme Ganoven. Deswegen reizt ihn das ja so, weil die immer irgendwie wieder rausrutschten. Und ich weiß nur, dass er sich immer über die Rechtsanwälte geärgert hat. Er wusste genau, wenn ich da hinkomme und das ist dann, die gingen wieder raus. Wenn man die sah, waren die also so schnieke angezogen, blendend versorgt und eben immer mit dem Gefühl, uns kann keiner. Hier im Treppenhaus hatte Max Fabich abends fast immer Beamte postiert, um die Brüder Sass endlich auf frischer Tat zu ertappen. Ja, hier in dieser Ecke, erzählte meine Mutter, standen immer die Kriminalbeamten. Um 22 Uhr wurden hier die Leuchten ausgemacht. Und es war auch keine andere Beleuchtung hier im Treppenhaus. Und meine Mutter ging dann die Treppe hoch und zündete sich immer ein Streichholz an, um ein bisschen sehen zu können. Aber oft war es so, dass sie dann in die Ecke ganz kurz blickte und
erkannte einen Mann, wenn sich das Streichholz gerade angemacht hatte, und der sagte dann, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Doch die Sass waren vorsichtig und hatten die Bewohner auf ihrer Seite. Verpfeifen wollte sie keiner, denn die Sass-Brüder waren beliebt. Nach jedem Coup steckten sie den armen Moabitern Geldscheine in die Briefkästen. Ach, hier ist ja noch so ein alter Briefkasten von früher. 10- und 20-Mark-Scheine wurden da reingesteckt. Und wenn ich mich wiederhole, meine Großmutter war mal sehr verärgert, weil gerade auf dem Gang, wo die Sass-Brüder wohnten, niemals Geld in die Briefkästen gesteckt wurde. Um ihre Einbrüche